Heute was ganz Spezielles, nämlich wir erklimmen heute den Mont Tendre im Jura. Das ist die höchste Erhebung in der schweizerischen Jura-Seite. Aber von erklimmen ist eigentlich nicht die Rede. Es sind so wie so 1600 oder so Meter, also eher ein flacherer Berg. Aber wie ihr hier hinten seht, ist deswegen auch noch speziell, weil wir oben campen wollen. Und wir ist halt auch noch David. dann schauen wir mal, was wir da alles so sehen, wie das werden wird, ob es kalt wird, ob es regnen wird und so weiter und so fort. Los geht's. Hallo ihr vier. Nicht so wenig. So what's it? I think vitriol is a killer, is a death poison. Death poison. They used to use this poison to kill people. Uh-huh. So I don't know what vitriolus is, but it's kind of funny to see this here. It's a place, most probably. It's the name of a place. But I guess there's no link to it. But it's kind of like a funny thing. So, here in Wald, ne? So just that we are talking about military and war, these big stony blocks are called Toblerone, like the chocolate. Mm. And the reason why they've been built like that is to avoid tank, the big tank panzer, to come here. If they will try with the angle, they will reverse. They will just then fall up. Yeah. So it's to protect invasion, and they had to pass here, and they were a border here, kind of. Damn. I mean, we're talking about years and years ago, but they kept this. You can. And it goes all the way. Yeah, it goes a long way down and a long way up. So basically, for the panzer, until the inclination of the field, they know it's unreachable even for panzer naturally. So they put this huge thing. Damn. And you see there were big fence here. Yes, yes. Massive, actually. Yeah. Auch bei einer längeren Wanderung kann man auch mal stehen bleiben für einen Cache. Müsste hier irgendwo sein. Na, nicht ganz. Ha, ich hab's gefunden. Nice. Nice. Take a picture. Here it is. Yeah. If you want a jacket, free. Help yourself. And this is the stone already here, you see? Mm-hmm. So it's there. So the spoiler. Oh, maybe here. I didn't check this. Yep, I think it's here. Oh man, it was in front of me. Fuck. We have glass for wine. Da haben wir angefangen. Und jetzt sind wir 1000 und was auch immer Meter, ja. Between this area, somewhere. Yeah, I've seen the cache in the back. Oh, nice. Here we go. Nice. So, Cache gefunden, aber jetzt geht's richtig los. Und wenn wir dieses kleine Stück, was sehr steil sein soll, geschafft haben, dann sind wir am ersten Gipfel angekommen. Dann wird erstmal gegessen.
was das Wichtigste ist. Ja. Ich sehe das drin, ne? A huge one. Damn! Wir haben eben gelesen, dass es den hier schon seit 2004 gibt. Also. Und hier steht 1,10. Aber eben stand 1,45 und ich glaube, wir haben länger gebraucht. Where was it? Here. You look very Instagrammy right now. My Tinder picture. Endlich haben wir es bis zum Gipfel geschafft. Jetzt bin ich aber schon wieder ein bisschen weiter unten, weil wir nach einem Zeltplatz gesucht haben. Und ich glaube, der David hat schon einen gefunden. Ja, und dann werden wir was schön was essen und danach schön fotografieren. Da werden wir wohl übernachten. Und da ist der Gipfel. Und da der Genfersee. Der Genf ist da drüben, da irgendwo. Lausanne ist hier. Nice. Und natürlich gibt es hier auch einen Geocache. Und der müsste hier irgendwo sein. Yes! That's our, that ends our cash mission for today. Cash mission.
zugetan. Knoblauch. Knoblauch plus Schweiß. Das wird sehr schön da drin. And always it's easier and then. It's empty. No. No, we will starve to death today. Maybe you can use the. Oh, whoa. It's here. Yes. Sogar Wein haben wir dabei. Tschüss. Geil. Das erinnert mich an etwas. Grüezi aus der Schweiz. Um genauer zu sein, in Grindelwald. Um noch genauer zu sein, am Bachalpsee. Richtig geil. This one is very, 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 very soon ready. Man! Das ist wirklich der krasseste Scheiß ever, ja. Oben auf 1600. Nach einer richtig krassen Wanderung und dann sogar Wein. Cheers. You have to cheers me. You can't do this. Oh yeah. No. Cool. And it's a good one. So very nice. Yeah, we're here. We made it. I didn't believe that this would have been possible, but it is. Now this, to save my life. Holy shit. That's so good. Oh yeah. That's brutal. Seriously. Oh my god. That's so fucking cool. That is amazing. Wir haben auch guten Tee. Schön heiß. Oh, dieser Tee ist so geil. Oh, wait. Oh, yeah! No one to come to anoint us. Yeah, that's true. One shot. With this old camera, or better said, this plastic camera. Pause. With some cheese, maybe? I will. I will some cheese. And you let me finish the cheese. The last one. There's not that much cheese. You better come. You ready? It's gonna be in a few seconds. That's it? Me. And that's how guys think it. No. You have to be off guard. Ja, das war jetzt die Schwester. Bon fondue. Und das hatten wir auch. So, dieser Käsefondue war natürlich extrem geil. Klar. Ich denke mal, mein Käsefondue damals beim Bachalpsee war auch ziemlich geil. Aber hier, der David, echter Schweizer, der muss ja wissen. Nee, und so, jetzt sind wir bald an der Uhrzeit angekommen, wo es hier wirklich sehr interessant werden wird. Nämlich Sonnenuntergang. Sonnenuntergangszeit. Und jetzt gehe ich halt wieder hoch, der David kommt auch. Ja, und dann schauen wir mal, wie es wird. Es kann der beste Tag werden. Es kann
der schlechteste Tag auch werden. Was amazing. It's still amazing. Yeah, it's still amazing. Let's wait for tomorrow. The fondue, the sunset, it was all amazing. Like, I mean, everything. There's not one thing that sucks. Like, yeah. And then the little message from my sister. Hello. So, Shooting ist vorbei, auch das Zelt ist abgebaut, alles schön in den Rucksäcken. Jetzt ein bisschen was essen, hab hier so ein Müsli mit Milch, aber eigentlich könnte man von denen was abzapfen. Ja, und dann geht's wieder runter. Und in 4 Stunden sind wir dann irgendwie wieder am Auto. Fotoshooting war ganz gut. Es wurde immer besser. Eigentlich ist es um 6 Uhr. Sollte eigentlich um 6 Uhr das Beste sein, aber ist erst später besser geworden. Aber es war schon sehr bewölkt und ich habe es mir besser vorgestellt, aber trotzdem war ganz gut. Thank you.
So, und jetzt auf dem Rückweg wollen wir auch unseren eigenen Cache anlegen. Und dann empfehlen wir jedem die Route, die wir gemacht haben, auch zu machen. Ist in einem Tag machbar. Du musst nicht wild campen dafür. Es gibt aber dort einige Caches. Wir haben ja gestern welche gefunden. Und dann jetzt später kommen noch welche, aber die sind schon gefunden worden. Und jetzt kommt gerade eine Kuh. Ja, und es gibt ja viel zu sehen. Und zwei Gipfel kann man ja erklimmen. Ja, deswegen ist das ein richtig cooler Weg. Und plus noch Caches, also du hast die volle Ladung eigentlich. Coole Wanderung, coole Landschaft und dann noch Geocaches. Und naja, und Kühe auch. Da kommen die nächsten. Am Fuße des Jura. Jetzt noch 4 Kilometer bis zum Parkplatz. Und das war richtig krass gerade. Oh, das war genauso krass wie nach oben gehen. Der Mensch, sowas überhaupt. Boah, ich kann nicht mehr. Es sind nur noch ein paar Kilometer. Meter. Dann sind wir wieder in Lille. Und dann kann ich endlich dieses Gewicht im Auto verstauen. Und dann will ich einen wohlverdienten Kakao trinken. Open the car. How many hours? 19 kilometers in 5 hours. The face of a broken man. Yeah. Damn. So, bin wieder wie ein neuer Mann. Nee, das macht keinen Sinn. Oh, nach dieser heißen Schokolade und den kleinen süßen Dingern da fühle ich mich wie ein neuer Mann. Ey. So, ja, Schlusswort, war richtig geil. Aber das war es jetzt auch mit Genfer See und mit Jura. Region. Ich denke mal, es werden 2 Videos, weil das, was wir gestern und heute erlebt haben, das ist ein eigenes Video wert, aber wir werden sehen. Also vielleicht habe ich da eine Idee, das zu kombinieren. Aber ja, mal gucken. Schauen wir mal. Ich lasse mich dann inspirieren. Ja, und dann nächste Woche bin ich in Valais. Da gehen wir mit der ganzen Truppe hin. Urlaub. Und mal sehen, was wir da sehen, was wir da alles bewandern, was wir da erleben. Und fotografieren natürlich. Gut, ja, dann verabschiede ich mich. Und dann sehen wir uns im Wallis, auf Deutsch. Und vergiss nicht zu liken, kommentieren, abonnieren. Und teilen und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. M'entendre, 8h du soir, photoshooting avec Félix, in the place to be.
you think you knew what happiness is, I'm giving you another flavor of it. Love that shit. Boom!